Ja, okay, ich bin ready, ready. 3, 2! Ah, okay, nochmal. 3, 2, 1, Sende! Moin oder was und herzlich willkommen zu dem Zeitpunkt, auf den wir alle gewartet haben. 7 vs. Wild auf YouTube. Ah, ich hab mir nix auf Freebie reingeguckt. Das ist das erste Mal, dass ich sehe, dieses kranke Projekt. Ich muss sagen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Erste Folge, die Aussetzung. Wir gehen rein und oh, hab ich Bock. Alter, hab ich Bock. Letztes Jahr auf einer einsamen Insel. Knossek. Ja, fast draufgegangen. Das ist echt das Krasseste, was man sich vorstellen kann. Dieses gesamte Projekt geht darum, zu scheitern. Es hört einfach nicht auf zu reden. Sabrina. Jetzt seit Stunden. Wann bricht Fritzek. Deine Psyche? Diese Insel ist so krass. Was hat denn Knossek, ne? Man wünscht sich einfach, dass der ganze Schmerz aufhört. Das bricht mich mental. No weg. So krass. Erst verwerf dich jetzt zusammen. Sabrinek. Hotek. Jurek. Du musst hart sein, wenn der Dschungel weint. Willkommen zurück bei 7 vs. Wild. Inzwischen sollte es keine Überraschung mehr sein, dass sich auch dieses Jahr wieder einiges ändert. Na! Zum einen findet die Serie ich bin so hyped, Alter! Boah, ich muss aufpassen, dass ich nicht explodiere gleich. Ortstadt. Zum anderen werden dieses Jahr erstmals 7 Zweierteams ausgesetzt. Ja. Damit es trotzdem eine echte Herausforderung ist, wurden die zu überstehenden Tage von ursprünglich 7 auf jetzt 14 erhöht. 14 Tage in Kanada. Um den Fokus mehr auf das echte Überleben und die damit verbundenen Herausforderungen zu lenken, gibt es diese Staffel keine Tageschallenges. Nee. Und damit kein Punktesystem mehr. Ja. Es geht nur noch um eins. 14 Tage überleben. Demnach Papa kann es Platte. Auch mehrere Gewinner geben. Yannick! In Staffel 1 und 2 wurde die Anzahl der erlaubten Gegenstände begrenzt. Dieses Jahr gibt es stattdessen nur eine einfache Regel. Alles, was in diese 1 Liter Trinkflasche passt, darf mitgenommen werden. Außer Unterhaltungselektronik. 1 Liter Wasser rein. Die einzige Begrenzung in Anzahl und Größe der Gegenstände ist also das Volumen der Flasche. Zusätzlich bekommen die Teams voll... Ist das eigentlich krank? Die Animation und alles Mögliche da gerade ist doch einfach nur wild. ...des Equipment gestellt. Einen Schlafsack, Ausrüstung zum sicheren Feuer machen, ein Abwehrspray gegen wilde Tiere sowie ein Erste-Hilfe-Kit. Erste-Hilfe-Kit. Das Benutzen dieses Erste-Hilfe-Kits führt diese Staffel zum direkten Ausscheiden des Teams. Außerdem hat jedes Team Kommunikationstechnik dabei, um täglich mit einem Code Green zu bestätigen, dass beide Teilnehmer noch leben. Ein Abenteuer gemeinsam zu bestreiten kann positiv sein, aber auch zu Konflikten führen. Oh, diese Spannung. Bricht eines der zwei Teammitglieder ab, scheiden beide Teilnehmer. Scheide! Das Duo muss also gemeinsam die 14 Tage überstehen, um sich am Ende Gewinner von 7 vs. Wild Teams nennen zu dürfen. Chat, ich sehe euch. Ich sehe euch die ganze Zeit. Boah, ist das sexy. Hier. Bei der Szene, wartet, guckt euch das an nochmal. Ich habe den Trailer mit Jasbeck und Ette geguckt und die haben mir einfach, die waren felsenfest davon überzeugt, dass das ein Spot von jemandem war. Hier, Baumhaus. Ist Quatsch. Einfach nur Äste über Äste. Was hat denn? Boah, ist das fucking geil, Alter. Ich muss gerade mal drauf klarkommen, dass es nicht irgendeine Reaction ist, sondern dass ich das gerade zum ersten Mal komplett sehe. Ich bin so voller Emotionen und Hype. Ich weiß jetzt, wer schwitzt du? Wir sehen uns in Valhalla. Dieser Survival-Selbstversuch startet genau jetzt! Panama war letztes Jahr. Klar. Jetzt ist Kanada dran. Ja. Das hier ist das echte Game! Woo!
Energie machen. Wir haben aber gewaltige Vorfreude und wir fühlen uns gewappnet. Joey Kelly, dieser Flug, ach, hier vorne sitze ich, dieser Flug war so krank, ehrlich, einfach in diesen Mini-Dingern. Über Kanada, ihr seht ja gerade schon die ganze Zeit diese Landschaft, darüber zu fliegen, da bist du überhaupt nicht in diesen Modus gekommen, dass du da jetzt ausgesetzt wirst. Das war so unglaublich schön, also du hast dieses kranke Erlebnis. Wer zu Menka ist denn schon mal Wasserflugzeug und sowas geflogen? Zusammen mit, hier, die ganzen Kojoten im Flugzeug vorne mit dabei drin. Joey Kelly, Trimax, Fritz, alle hattest du mit dabei. Du warst wirklich schon wieder im Zwiespalt. Alter, gleich werde ich ausgesetzt. Alter, ist das sexy hier. Junge, hoffentlich stürzen wir gleich nicht ab. Hier sind diese ganzen Vollkojoten mit mir im Boot hinten drin oder im Flugzeug oder was. Es war wirklich, die ganze Dinge war eine Gefühlsachterbahn. Genauso wie das Gucken gerade. Hier, diese Landung. Boah, ich erinnere mich, als wäre das vor drei Monaten gewesen. Alter, das sieht aus wie ein Kanu mit Propeller. Ja, ihr habt's an meiner Reaction gerade gesehen. Ich war völlig fertig. Ist das krank, oder? Dem Zeitpunkt wusste man auch noch nicht, was kommt, ne? Nicht mal Knosse. Ready. Was passiert jetzt? Ja, sie, hier. Was passiert jetzt? Liebe Freunde, wir sind hier zusammengekommen, viel Vorbereitung gehabt, viel psychisch, viel schon gedacht, wie wird das werden. Jetzt, heute, ist dieser Moment gekommen, an dem wir... Frag mich bis heute, ob er die Rede vorgeschrieben und auswendig gelernt hat, oder was? ...ausgesetzt werden. 14 Tage mit einem Menschen, den ihr gern habt, mit dem ihr befreundet seid oder mit dem ihr ein Team bildet. Wir werden Probleme haben, für die es Lösungen zu finden gilt. Aber eins ist klar, wirklich, 14 Tage im Dreck, auch ohne Essen, das kann man schaffen. Glaubt an euch. Ja, denkt an, was die Leute da draußen geschrieben haben. Die nicht an euch geglaubt haben. Richtig. Die gesagt haben, du gehst raus am Tag 2. Das packst du niemals. Leute, die keine Ahnung von dem haben, was wir hier machen. Freunde, Seven vs. Wild ist meist einmal im Leben. Hab keine Angst. Die Angst ist was Gutes. Ja! Maschine, der Typ. Was eine Rede. Radin Ständer und Gänsehaut. Ja, klar. Wie Spaß dir mit Roman? Ja, wir beide, ich bin gespannt. Hallo? So. Da, hier, warte. Jetzt nicht. Hier, hinten. Hier hinten. Ich hatte hier auch die ganze Zeit diese rote Jacke an. Mir wurde nämlich gesagt zu dem Zeitpunkt, ja, du musst sie die ganze Zeit anlassen, weil du brauchst sie gleich noch. Und dann stand ich hier hinten und hab meine GoPro in dieser Tasche gehabt. Und dann irgendwann hieß es, ja, du brauchst deine rote Tasche doch nicht. Und dann habe ich die irgendwann ausgezogen, dahingelegt und wir waren ja übelst aufgeregt. Und dann hieß es auf einmal, ihr könnt losgehen. Dann sind wir alle losgegangen und ich, ja, auch natürlich völlig aufgeregt einfach mitgegangen, aber ohne diese Jacke. Und als wir dann 50 bis 100 Meter vormarschiert waren von diesem Punkt hier, habe ich so gedacht, Alter, Joey, fuck, die GoPro liegt noch in dieser Jacke. Und bin dann zurück, diesen epischen Moment, kurz aufgelöst, weil diese scheiß GoPro noch hier hinten in dieser Jacke war. Zum Glück ist mir eingefallen. Jetzt nicht fallen lassen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie die anderen ausgesetzt wurden. Das weiß ich auch noch nicht. Da musste man sich abwechseln. Oh, ja. Einer trägt Sack, der andere trägt... Eine rote Jacke anbekommen haben. Das andere. Das heißt ja, dass wir nicht mit dem Boot fahren. Oder wir fahren mit so einem Ding. Dieser Moment. Da! Alter. Der Moment, dieser Marsch, wir dachten ja, wir wussten ja überhaupt nicht, was passiert. Und wir dachten, okay, wir marschieren jetzt erstmal 1, 2, 3 Stunden mit diesem krank schweren Sack.
prall gefüllter Sack. Ihr wisst, wie schlimm das ist, wenn du einen prall gefüllten Sack hast und den umherschleppen musst. Mussten wir auch. Wir wussten ja nicht, dass hier ein Heli wartet oder was. Das wussten wir alles nicht. Dann erst Fritz und Martin, dann wir, dann Papa. Warten. Einfach nur Nervosität. Ohne Türen. Boah, da werde ich nervös. Boah, ist das geisteskrank, ehrlich. Für Aufnahmen. Einer von uns kriegt das Ding. Alter! Nein! Geisteskrank. Ich meine, ich gönne das den Jungs. Oder Strahlen. Aber ich oder hoffe, was. Da sind Wölfe. Okay, seid ihr drin? Ja. So rechts, ne? Ja. Mhm. Okay, leg den Kopf alles, Kopf ja. auf. So, warte mal. Es geht los, jetzt auf dem Mini-Schlauchboot. Holy shit. Sieht das krass aus. Alter, was ist das für ein Strand, Mann? Alter. Oh, vielen Dank, was ey, ist vielen Dank. Service, ne? Und dann stehst du da. Und dann stehst du da. Trimax und Rumatra. Vorstellung. Er ist einer der erfolgreichsten Streamer Deutschlands und veranstaltet die größten Live-Events im Internet. Keiner investiert so viel Zeit und ey, Geld so in Mobile Games wie er. Doch wie schlägt sich der Zocker ohne Pay-to-Win? Vielleicht ist er seine Lebensversicherung. Teampartner Rumatra geht gemeinsam Rumatra mit Trimax an den Start. Sein Bachelor in Raumfahrttechnik hat ihm dabei geholfen, die gemeinsame Flasche besonders präzise zu packen. Hat der jetzt so einen scheiß Bachelor schon mal irgendwo gehört? Das kann ich beim besten Willen nicht glauben. Bekannt geworden sind die beiden durch ihre ständigen Anfeindungen gegeneinander. Eine absolute Überraschungskiste. Alles kann passieren. Ja, Skill Ranking gar nicht so schlecht. Auf Wiedersehen! Bis in 14 Tagen! Arrivederci! Wow! Alter, guck mal, dieser Ausblick. Arschgeil! Und was mir da direkt auffällt, ihr wisst ja noch nicht, wo ich gelandet bin bisher. Alter, diese ruhige See bei denen. Es ist so ruhig idyllisch, dieser Ausblick. Weite. Absolut. Diese ruhige See. Seelöwen im Wasser und Otter. Ist alles voll. Ich muss jetzt da schnell hin und pissen. Okay, so denkst du? Wie unebelisch. Wir winken und sagen Tschüss. Die Drohne filmt dich, Alter. Nicht jetzt pissen, Rumatra. Nein, Rumatra. Er ist so verstrahlt. Da muss ich auch mal direkt was sagen. Junge, mit diesem Heli geflogen und neben dem Heli fliegt einfach so ein, wie heißt das nochmal, Alter, so ein Chopper Gun oder sowas. Ich weiß nicht, wie das heißt. So ein, wie von COD, so ein Helikopterschütze. Fetter Heli, offene Tür, mit so einem Objektiv fliegt er da und die ganze Zeit neben dir her. Alter, ich hab mich gefühlt wie bei COD, Junge. Black Ops 1. Als würde einer gleich meinen Heli-Schützen abknallen wollen oder sowas. Es war so krank, da drin zu fliegen. Krank. Ihr seht's ja auch. Die Aufnahmen. Dieses
Dieser Shot ist legendär. Boah, Survival ist Martin und Fritz Meinecke. Martin ist seit 10 Jahren im Outdoor-Bereich unterwegs und hat seine Grenzen bei diversen Selbstversuchen kennengelernt. Er denkt mit dem Herzen und hat unvergleichlichen Humor. Anders als bei seinem Teampartner Fritz. Denn Fritz lacht niemals. Bei dem finsteren Blick und imposanten Bart wird auch dem Letzten klar. Hier steht ein waschechter Abenteurer. Insgesamt haben die beiden schon 3-mal an Seven vs. Wild teilgenommen. Immer mit Erfolg. Seit den Anfängen auf YouTube sind sie befreundet. Wird ihre Freundschaft an dieser Probe zerbrechen? Oh, kein vollen Skill. Spannend. Kranke Seele. Völlig geisteskranke Seele. Komplett angestrahlt. Leute, Alter, es geht los. Oh. Fucking 14 Tage Wildnis liegen vor uns. Da hinten fliegt unser Aussetzungsheli weg. Ich bin so beeindruckt, wie krass sie dieses Szenario so, wie geil sie das gefilmt haben. Wie klar und deutlich. Ich wusste wirklich, ich bin so gespannt, wie das bei mir aussieht. Ich habe wirklich an alles denken können, außer an gescheites Film. Das hatte ich noch nie in meinem Leben. Normalerweise Kamera immer das Wichtigste. Ich bin wirklich beeindruckt, wie gut und ruhig die Trimax und die beiden bisher gefilmt haben. Krank. Der Kamera-Heli fliegt weg. Und holy shit, wir haben einen verdammt riesigen Strandbereich mit jeder Menge Treibholz. Wir haben hier irgendwie einen Fluss. Oder sowas, ne? Ich muss erst mal pinkeln. Ja. Und dann kommen wir ganz kurz klar. Wir atmen das. Wir machen Kamera aus. Ja, wir setzen uns mal hin. Ja, ja. Wir atmen mal 5 Minuten. Ja. Und dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Im Hintergrund kreisen die Helis mal. Jetzt waren wir dran. Merkt ihr, wie es links und rechts aussieht? Links waren Höhlen. Das hat Joey auch die ganze Zeit gesagt. Merkt ihr, Jan. Gucken. Das wird schon. Okay. Geil, Alter. Rechts kann man langlaufen, aber es ist nicht viel Platz, Leute. Oh. Sehr enger Spot. Schlucht hier, hätte sich ja jetzt erst. Ja. Das hier, bam. Aber auch bei den beiden, bei den Naturensöhnen, unfassbar stille See. Boah. Stille See, stille Nacht. Heilige Nacht. Die Naturensöhne. Gerrit ist die eine Hälfte der Gebrüder Natur. Klotzen, nicht kleckern ist sein Motto. Als ehemaliger Bundeswehrsoldat bestimmt er dabei häufig, wo es lang geht. Wenn ihm jemand was sagen darf, dann nur seine bessere Hälfte Andi. Dieser ist nicht weniger fleißig und vervollständigt das Duo. Andi ist genau wie sein Kompagnon gerne Outdoor unterwegs und baut gemeinsam mit Gerrit die wildesten Konstrukte in den Wald. Seit 20 Jahren sind sie beste Freunde. Sie werden zusammen überleben oder zusammen sterben. Ja, das ist ein fucking Team, Mann, die beiden. Okay, wir schmeißen jetzt erstmal die Sachen weiter nach oben und dann gehen wir hier erstmal den Strand ab. Weißt du, was wir dann machen? Das habe ich mir vorher schon geschworen. Wir setzen uns ganz kurz hin und chillen 2 Minuten und kommen mal kurz okay, runter. Okay. Ja, wir kommen erstmal runter. Sehr gute Idee. Ja? Ja, sehr gute Idee. Ja.
Gut, der Andi. Jetzt aber. Chat, es wird spannend. Nee, oh. Ich war als letzter da weggeflogen. Wann Info jetzt auch nochmal irgendwo im Endgang. Auf chillig die beiden. Das wird ein Abenteuerurlaub. Alter, der Streamer-Spot, aber sehr, sehr identisch, ne? Beide so ein fetter Strand mit wenig was dabei. Papa Platte und Reese. Aufgewachsen in Brandenburg blieb dem jungen Kevin, aka Papa Platte, nur eine Wahl, um groß rauszukommen. Tanzen. Nachdem dieser Plan scheiterte, begann Kevin zu streamen. Besonders bekannt ist er dabei für seine Anglizismen und die inflationäre Verwendung des Wortes Bro. Als einen solchen sieht er auch seinen Teampartner und Freund Dominik, aka Reese. Als Lebemann probiert Reese ständig neue Dinge. Besonders bekannt ist das Doppelpack durch den gemeinsamen Podcast Edel Talk. Sie kennen sich in- und auswendig, doch keiner von beiden hat irgendwelche Erfahrungen im Bereich Survival. Trotzdem war ihr größter Wunsch die Teilnahme an Seven vs. Wild. Man soll aufpassen, was man sich wünscht. Geiles Intro, Mann. Geiles Intro, ey. Jetzt wieder. Bro. Auch sehr geiler Spot. Auch sehr, sehr stille See. Und sehr viel Platz. Sehr weitläufig. Dafür auch, aber auch keine Klippen, wie man sieht. Also es geht wirklich nahtlos in den Wald über. Hohe Gefahr wahrscheinlich für Tiere in dem Fall. Ne? Anders als bei den Naturensöhnen beispielsweise. Das war ja eine Schlucht. Da würde ich jetzt so sagen, eher weniger Gefahr für Tiere, weil die müssen ja auch erstmal dann die Klippe runterfallen wollen, um zu den Leuten unten hinzukommen. Aber bei uns Menschen gibt es natürlich auch Leute, die eher mehr dazu gewillt sind, so eine Klippe runterfallen zu wollen, als andere. Und so ist das in der Tierwelt vielleicht auch. Vielleicht gibt es auch irgendwie so einen Schwarzbär, der besonders bekannt in der Szene ist, weil der gerne von Klippen springt oder was. Weiß man nicht. Alter, jetzt sind wir hier einfach. Bro, what? Boah, wenn ich jetzt hier alleine wäre, würde mir in die Hose scheißen. Bro, stell dir vor, jetzt alleine 14 Tage. Alter, ich glaube, es ist noch nicht so richtig bei mir angekommen. Jetzt, die fliegen jetzt einfach weg, die sind jetzt 14 Tage weg. Der ist echt krank, der Moment. Das Wetter auch. Als ein Orca? Ja, heftig. Alter, ist das krank. Junge, was ist denn das für eine Aussetzung, dass sie da auf einmal an Delfin oder Orca oder was auch immer vorbei mit diesem kleinen Boot. Das ist schon richtig episch. Aus
ist jetzt so für eine Stadt bei uns im Boot? Zwei Teams sind mit drin. Sehr. Wir, die Mädels, die Wildcatter. Jetzt ist die Frage, wer ist es? Packen! Wir sind so! Ja, sag ich doch. Tschüss, macht's gut! Sehr ähnlicher Spot jetzt so von dem ersten Eindruck wie bei den Naturensöhnen. Auch so ein bisschen eine Schlucht. Hier geht es überall runter und was. Und hier rein. Ja, natürlich könnten die Tiere dann auch von da einfach irgendwie kommen, ne? Dem Fluss entlang oder was das hier ist. Viele Steine, also guter Spot. Kann man trainieren. Das ist schon mal wichtig. Sieht mir auch relativ ruhig hier, glaube ich, aus. Gibt es viel zu machen. Wo bin ich denn hier drauf? Das kann man alles essen. Gib mir den Jack aus. Knossi und Sascha. Der Typ macht immer die gleichen Gags gefühlt. Und es ist jedes Mal einfach nur geil. In der letzten Staffel hat Jens Knossi Knossalla die Herzen der Zuschauer im Sturm erobert. Bekannt wurde er durch diverse Streams, Events, TV-Auftritte und Musik. Survival-Erfahrung hat er seit er, Zitat, früher im Familienurlaub mit der Klorolle unterm Arm über den Campingplatz gelaufen ist. Dem ist wohl nichts mehr hinzuzufügen. Außer sein Teampartner Sascha Huber natürlich. Der ursympathische Österreicher ist ein Buch. Das haben Affe und ich ihm aber vorher beigebracht. Das war ja während des Streams. In der Zeit, wo diese Hero-Shots von allen entstanden sind, war ich ja der Streamleiter. Da hatte ich ja das Mikro für Knossex Stream. Und da haben Affe und ich uns vorher die ganze Zeit irgendeine Scheiße reingejagt. Wurzeln, und das war ja direkt an der Straße, war einfach nur ekelhaft da. Wurzeln reingefressen, Blumen gegessen, Gras gefressen, aus dem Fluss da gesoffen und die beiden meinten die ganze Zeit, ekelhaft, ekelhaft. Geil, hat Sascha das von uns beiden nämlich dann schnell auch gelernt. Vom Land. Früher. Warte, jetzt habe ich was verpasst, sag mal. Der ursympathische Österreicher ist ein Bub vom Land. Ja. Früher wurde er für sein Gewicht belächelt. Heute zeigt er durch seine positive Art, wie junge Menschen mit durchdachtem Training ihren Wunschkörper erreichen können. Aus der geteilten Inselerfahrung der letzten Staffel ist innerhalb eines Jahres eine waschechte Freundschaft entstanden. Ja, nun wollen Knossi und Sascha gemeinsam triumphieren und mit einem breiten Grinsen auch diese Herausforderung meistern. Doch vielleicht wird ihnen das Lachen auch im Halse stecken bleiben. 100,3 Kilo. Ich wusste gar nicht, der Knoss hat schon 37. Tschüss, tschüss! Bis in 14 Tage! Wir sehen uns wieder! Das ist es! Ey, das sind die letzten Menschen, die wir jetzt sehen. Wir sind gestrandet. Wie geht der Song bei dir? Wir sind gestrandet. Wir sind Robinson. Du bist unser Held. Geh nie weg von der Insel. Bleib da. Umsonst und draußen. Asozial am Bienen. Asozial. Guckt euch Joeys Blick an und denkt euch, was ich in dem Moment denke. Der Typ war im Kriegsmodus. Der war in so einem Modus wie ich vor meinem Kampf Great Fight Night gegen Chef Strobel. Und ich wusste nicht, ich dachte, okay, jetzt geht die Show hier los. Jetzt auch mal Stimmung machen, aber Joey die ganze Zeit. Ja, Umgebung gucken. Spots, wir müssen Location Scouting von oben. Alles merken. Immer Augen auf. Und ich wusste nicht, mach jetzt die Augen auf. Ich weiß doch sowieso nicht, was gut ist und was schlecht ist. Kamera in der anderen Hand. Wohin mit der Kamera? Auf mich, außen, auf Joey. Werden wir nicht gerade gefilmt? Muss ich überhaupt filmen? Alles Mögliche. Guckt euch dieser Blick, der sagt wirklich alles. Und dann mein Blick. Ich hatte einfach nur Angst. Ah, Junge. Geil, ey. Und Bock. Und ich sehe da schon aus, als wäre ich 15 Tage in der Wildnis gewesen. Guckt euch doch mal, was habe ich für eine verfickte Fresse. Zu bepickelt, dreckig, alles. Schon der Bart, Alter. Ich sehe da schon aus, als wäre ich von irgendeinem Überlebensspiel angereist. Ja, das ist... Ich sehe den Blick.
Guckt euch den Blick jetzt an. Er tappt mich und... Junge, Alter, der... Boah, scheiße, ey. Guckt euch den Blick an. Ab dem Moment spätestens war mir bewusst, okay, das ist kein Entertainment-Urlaub. Das ist Krieg. Stimmung! Und warte, was sagt er? Jetzt geht's los! Jan Schlappen und Joey Kelly. Im steten Verlangen, das eigene Ableben zu beschleunigen, springt Jan von Häusern und Kleppen. Ja, nach seinem täglichen Einkauf bei Lidl spielt er nackt Fußball oder ist als Stuntman auf der Bühne bei den 257ers. Alter Lachs. Und das Ganze im fucking Glockenhorst-Trikot um Staunerhut, ey. Ja, oh, ist das geil, ey. Ich war so fertig zu dem Zeitpunkt, Mann. Joey Kelly, Weltstar, Extremsportler, Legende. Es würde Stunden dauern, all seine Erlebnisse und Erfolge aufzuzählen. Das sage ich euch. Von Südpol-Expedition über Survival weltweit bis hin zu unzähligen Ultraläufen. Wer oder was könnte diese verrückte Kombination aufhalten? Auch wenn sie sich nicht kennen, sie teilen das gleiche Mindset und die Liebe zum Extremsport. Risikobereitschaft und Waghalsigkeit. Was ist das für ein Drip? Sag mal ehrlich, was ist, jetzt mal ehrlich, jetzt mal so von ganz neutral betrachtet, was ist das für eine Konstellation? Warte mal. Kann einen aber auch schnell den Kopf kosten. Jetzt gucken wir uns das mal in Ruhe hier an. Jan Lange, Alter 25. Joey Kelly, Alter 50 Jahre. Doppelt so alt. Jan Lange, Größe 1,90. Joey, Größe 1,72. Startgewicht, sehr ähnlich. Skill Ranking, ich glaube, ich habe das schlechteste Skill Ranking von allen. Und er das höchste von allen. Und dann guckt euch diese Drips an. Und diese, Alter, ich will jetzt, Joey, wenn du das siehst, das tut mir jetzt leid, wenn du das hörst und so. Aber du hast in diesem Shot wirklich enorme Ähnlichkeiten mit meiner Oma. Ey, guckt euch das mal an. Da ist das. Jan, ich. Stauderhut, Glockenhorst-Trikot, diese scheiß Hose, die ich mir. Die hatte ich davor noch nie an. Die habe ich mir geholt, weil ich dachte, Alter, ich. Die, so eine Hose braucht man doch bestimmt, wenn man da ist. Und dann wirklich noch nie getragene Schuhe von Adidas, die ich sonst beim Parkour trage. Für die Wildnis. Joey, mit irgendwelchen Stahlkappenschuhen, einer Dreiviertelhose von Camp David, einer Yachtjacke, einem Anorak von Camp David und der deutschen Vermögensberatung am Kopf. Alter, das ist doch wahr. Also ich finde das wirklich gerade so, und dieses Bild ist für mich wirklich an Randomkeit nicht zu übertreffen. Und ich muss euch sagen, diese Hose und diese Schuhe bei mir, was bin ich für ein Mensch? Alter, oh, und jetzt los. Alter. Ist das geil hier! Madness! Boah! Was ist hier los? Guck mal, da kommt Frischwasser. Ich frag mich auch. Guck dir das mal an. Das könnte Ja, ich sag, ich frag mich auch. Da hab ich überhaupt nichts gefragt. Ich war einfach nur in Ekstase. Und Joey direkt in Überlebensmodus rein. Nochmal. Guck mal, da kommt Frischwasser. Ich frag mich auch. Guck dir das mal an. Klar, frage mich. Das könnte Frischwasser sein. Gucken wir uns das kühle Nass mal genauer an. Das war der erste Brüderschaftsmoment. Beide, wirklich, wie die Bären, wie die Hunde, wie die Katzen, was auch immer. Da
auf die Knie am Gehen dran, Mund rein, dran gesogen und gekostet. Aber beide. Schade, dass der Heli nicht mehr da war und uns dabei in Doggy-Stellung von oben uns gefilmt hat. Das ist ein Bild. Oh mein Gott. Frisches Wasser am Strand. Da ist saugig. Wir fahren jetzt gerade einfach in eine Bucht rein. Joey's Lache. Letzte Vorbereitungen, hier wird die Jacke ausgezogen. So. Ja, ist natürlich. Ab geht's. Jetzt los. Einfach raus jetzt? Einfach raus und dann aber mal rein da. Viel Spaß. Das ist geil. Oh, Hanna. Stimmt, Affe. Junge, ich überlege die ganze Zeit über diese Szenen mit Joey. Ja, ich bin auch voll aufgedreht, aber es wird sich ändern die nächsten 14 Tage. Aufgedreht. Affe und Hanna. Ann-Kathrin aka Affe auf Bike fährt seit Jahren allein mit dem Motorrad um die Welt. Sie schreibt Bücher und teilt ihre Abenteuer im Internet. Affe, wie sie sich selber nennt, ist als Influencer-Wildcard erwählt worden und tritt gemeinsam mit der Community-Wildcard Hanna an. Als Wildtierfotografin, Bergwanderführerin und Rangerin ist die Natur Hannas zweites Zuhause. Sie ist die Frau des Volkes und tritt stellvertretend für Millionen von Zuschauern an. Ja, das ist geil ausgedrückt. Das einzige Frauenteam der Staffel ist fest entschlossen, die 14 Tage zu rocken. Vielleicht reicht es am Ende aber auch nur für die kleinste Violine der Welt. Wir werden sehen. Wir ranken gut. Schöner Kondom dabei. Ciao! Danke für alles! So. Wir sind 14 Tage. Wahnsinn. Na, ich muss auf jeden Fall erstmal richtig dringend pissen. Erstmal jetzt. Wieso mussten die alle so krass pissen? Alle! Pipi machen. Willst du kurz deine Gefühle erzählen, während ich hier hinter dir pisse? Hier sofort in der anderen. Ja, mit der Drohne. Mit der Drohne. Egal. Ich schalte mal aus. Pipi-Pause. Pipi-Pause. Alter, okay. Papa Platte und Reezy waren am nächsten bei uns. Wo ist denn Affe? Oh, Affe und Knossek waren aber auch sehr nah aneinander. Okay, die beiden waren auf Nigai Island und wir auf Hope. Ausgesetzt in der Wildnis von Kanada kämpfen 7 Zweierteams 14 Tage ums Überleben. Mit stark begrenzter Ausrüstung müssen die Teams sich alleine gegen die unerbittliche Natur behaupten. Jawohl! Jetzt würde ich sagen, wir gehen zurück. Das sind jetzt die Intros. Jetzt geht's quasi los, so wie jede nächste Folge losgeht, glaube ich, ne? Dann war's das. Jetzt bin ich auch mal gespannt. Seven vs. Wild Teams. Boah, geiler Spot, ne? Alter, so weitläufig. Und wem war der nochmal? Boah, das ist aber wirklich ein sehr geiler Spot. Ah. Oh, direkt ein Fluss hier. Gut, also Fritz kümmert sich darum, quasi mal was aufzutrapieren. Ich werde mal ein bisschen hier auf Sicherheit gehen und mal das Bärenspray rausholen. Alter. Hier ist gerade was gesprungen hier vorne. Ja, hier ist gerade was gesprungen. Hier sind Zellfische drin. Geil. Gut. Geil. Wenn da Fische drin sind, machen wir das Ding leer. Dann können wir ja hier quasi da rausholen, hier essen und den gleich alles hier lassen. Mein Plan, Dave, wir laufen hier einfach mal am Ufer lang, um zu gucken, ob wir irgendwo einen Weg rein haben, weil das ist ja, Alter, brauchst ist ja 3 Meter hoch hier. Brauchst du, kommst du nicht durch. Da unten in den Becken kreucht es auf jeden Fall. Ja, da ist alles voll. Oh, kann ich kurz die GoPro reinhalten? Nee, da haben wir keine Zeit. Wirklich nicht? Okay, alles klar. Wir haben ja 14 Tage Zeit. Ja, also ja, alles gut. Sport finden? Ja, ich weiß. Nee, die Zeit ist wirklich knapp.
Die Zeit ist wirklich, das muss man immer bedenken, die ist enorm knapp. Aber tatsächlich, du hast... Warte mal, hier. Was ist denn das, Alter? Das ist scheiße. Das sind drei Kackwürste. Das sind drei Kackwürste mit Haare, also Fleischfresser. Könnte Wolfsscheiße sein. Ja. Und die ist... Die ist halt wahrscheinlich... Ja. Die ist auch nicht so alt, ne? Die muss ja vor der Flut gewesen sein. Die ist von heute. Die muss ja von heute... Grauwölfe sind ein unverzichtbarer Teil der Küstenregion von Vancouver Island und den umliegenden Inseln. Also als größte Beutegreifer tragen sie entscheidend zur Vielfalt des Ökosystems. Aber das ist jetzt Wasser schon weggespült. Gut, also halten wir kurz fest. Am heutigen Tage, Tag 1, war hier anscheinend irgendein Fleischfresser, vielleicht Wolf, der hier geschissen hat. Cool. Okay. Oh, Wölfe habe ich gar nicht Bock, muss ich ehrlich gestehen. So Wölfe, ich weiß nicht, sind die eher scheu? Ey, aber komm, ich komme mit Hunden auch klar. Ja, ich glaube, wir müssen den nur klar machen, wer Alpha ist. Aber ich weiß, dass Hunde Angst spüren und glaube, Wölfe dann ja wohl auch. Oh. Ich weiß nicht, was mir lieber wäre, ein Bär oder lieber der Wolf. Wir wollten gerade Wasserfiltern gehen, hier ist alles voll mit Spuren, alles voll. Wenn du hier rüber filmst. Das sind hier gerade unsere eigenen. Ja. Aber hier kamen wir gerade, da seht ihr. Aber ab hier. Nee, Moment. Hey, warte mal. Nee, das sind auch noch unsere eigenen. Eben, ich wollte ja klar, schon das sind unsere eigenen, weil da ist unser Zeug. Hier ist eine Spur, seht ihr? Tack, 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 tack. Boah, sehr frisch auch. Hier ist eine Spur. Tack, 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 tack. Und schaut mal hier. Hier ist eine Autobahn. Ja, da spielen sie Fußball oder sowas. Da wird irgendwas gespielt von den Tieren. Das ist ja drunter und drüber da. Und hier direkt unten im Frame sehen wir auch den Ball. Das sind alles Spuren? Gut, wir haben es mit dem Wolfsrudel zu tun hier bei uns. Die genau in die Richtung gehen, wo wir unseren Shelter bauen wollen. Wir laufen hier jetzt quasi hinterher. Na gut, aber was willst du machen? Kannst du ja nicht machen. Erstmal Wasser filtern, aber hier ist alles voll mit Wolfsspuren. Ich habe mir mal einen Stock besorgt. Der wird mir zwar nicht helfen, aber für die viel. Ist doch gut, wenn wir auf Höhlenexpeditionen gehen, also generell, jetzt nicht da, bei Samuel's Wild, sondern generell, dann haben wir auch immer den guten alten bekannten Spinnenstock dabei. In dem Fall jetzt einfach dann so einen schönen Wolfsstock. Also wir haben den Wasserfilter dabei. Wollen jetzt ein bisschen diesen Fluss hier entlang gehen, wegen Süßwasser. Und auch hier, es ist... Da ist Wolf. Wollt ihr mich verarschen? Es ist alles voll mit Spuren. Guckt euch das an. Und es muss auch heute gewesen sein. Auch hier, guck mal hier. Hier siehst du es ja richtig. Na klar, komplett den Abdruck hier, bub, rein. Alter, willst du mich verarschen? Es ist alles voll. Also hier sagst du? Ja, vom Prinzip her schon, ne? Weil hier bewegt sich das gut und du hast nicht den Rand. Also. Naja, probieren wir einfach. Okay. Aber ich versteh's nicht. Mal ran, den Lachs. Ich versteh's nicht. Wenn die Flut kommt, überschwemmt die hier alles. Wieso bleibt das Süßwasser? Wieso schwimmt der nicht schon? Ist mal kosten überhaupt das? Genau. Hat mich nervös gemacht, dass er nicht direkt einfach drin getrunken hat. Ist ja geil. Echt jetzt? Mhm. Sag mal her. Schmeckt. Einfach fast neutral. Kein bisschen Salz oder sowas, nichts. Nee. Hat erst so kurz Sorge, weißt du? Ja, nee. Kann man voll machen. Filtern wir uns mal einen ab hier. Ja, da, ihr seht hier bei den beiden, ich weiß gar nicht, was ich zu Beginn gesagt habe, aber hier sehr roughe See. Also sehr, sehr unangenehme See. Ähnlich wie bei uns. Nonstop Vollgas. So. Treibholz. Wir sehen hier schon die ganzen Algen, die wir essen werden. Aber erst am Tag. Allerdings sieht es da sehr ruhig gerade spät aus. So, was ist das da? Das kann schon Ultra Jackpot sein. Ja, das kann schon mega cool sein einfach. Das sieht abgerockt aus, als wäre es schon lange im Wasser gewesen. Ja.
Aber weißt du, was denn das so eine kleine Unterschicht für die Matratze ist? Wäre schon so. Nein, nein, sowas ist das nicht. Das wird härter sein, oder? Mhm. Wäre so ein Verkehrshütchen oder so. Was ist das? Weißt du, was das ist? Das ist eine Bank. Das ist unser Hochofen. Das Ding stellen wir auch. Stell's mal auf, Max. Dann ist das jetzt unser Hochofen geworden. Alter, guck mal, was ist das? Oh. Kann man die essen? Darüber bin ich nicht informiert. Das sind kleine Krebse. Holzasseln und Flohgrillen. Was sagt... Ja. Grillen? Also, grillen klingt jetzt für mich essbar. Achso, steht auch dahinter. Essbar. Die Holzassel... Fehler? Holzassel und die Flohgrille. Zwei unauffällige Bewohner der Küstenregion von Vancouver Island ernähren sich beide von totem organischem Material. Ihr braunes Äußeres, das ist einem eigentlich nicht gut, aber in dem Fall sehr gut, weil es essbar ist, hilft ihnen, sich in der Welt aus... Was? Sich in der Welt aus Verfall zu tarnen. Ihr braunes Äußeres hilft ihnen, sich in der Welt aus Verfall zu tarnen. Verstehe ich kein Wort von. Die finde ich tatsächlich... Sich in der Welt aus Verfall zu tarnen. Verfall im Sinne von verrottetem Zeug. Der Verfall. Tarnung im Dreck. Also die legen sich dann Müll und Dreck um sich rum, oder was? Ich lasse es. Die finde ich unglaublich lecker. Die hüpfen, du... Real Mina sagt, ich soll lassen, besser ist. Die sind mit den Grillen verwandt. So eine Holzassel auf so eine Flohgrille legen und dann hast du eine gegrillte Holzassel. Wir haben einen Krebsschwanz. Wir chillen hier. Was zum Pick? Oh mein Gott. Die esse ich alle. Ja, das war's. Ich werde hier richtig zunehmen. Wollen wir das dichter reinbringen, dass das nicht weggespült wird? Ja. Das ist aber höllenschwer. Ja, es ist sehr schwer. Es ist insane. Ich fühle mich bei der Scheiße hier, komm. So, Max trägt jetzt den Brutkasten für unsere Köder. Das sind eigentlich alles perfekte Köder, ne? Wenn wir so ein Ding nehmen und aufspießen, haben wir es. Oger macht Oger-Sachen, verletzt sich gleich. Pass bitte auf. Da, Flasche, die wird eingesteckt. Wo? Da. Grenzt mich an. Oh mein Gott! Wenn die auch nur ein bisschen geht, ne? Digga, die ist ein bisschen frisch. Was ist da? Die ist zwar klein. Ey, ich hab mich noch nie so über... Ist die dicht? Das ist die dicht. Die ist dicht! Die wird eingesteckt. Ja, krass. Müll. Sieht nicht so krank wie in Panama aus, aber auch bei uns sehr viel Müll. Also sehr viel. Nicht ansatzweise wie in Panama, aber man hat überall Sachen gefunden. Zack. Ist das krass. Oh mein Gott. Ja? Sitz. Ja, das ist ein Sitz. Also besser als aber den finden überall. Wir noch. Ey, die essen wir. Nicht Rumata, das ist unser Essen jetzt. Guck mal, wie groß die sind. Davon eine komplette Pfanne voll. Was ist es? Es ist was Krebsartiges und Krebse dürfen wir essen. Die haben einen Schwanz und leben eigentlich im Wasser. Die verstecken sich hier nur, weil sie zu doof waren, aus der Ebbe wegzukommen. Trotzdem den Stahl, aber das tragen wir nicht jetzt. Das ist ekelhaft hier. Was denn? Eine Spinne. Echt jetzt? Hey, Alter, was sie da also alles das Holz an Viechern hier ist super. Haben. Wir müssen gucken. Krass, so viele Geviech. Auch einfach nur so, ist halt jetzt nur Viech, so. Aber kennen die jetzt nicht vom Sehen aus, diese ganzen Geviecher. Wir gehen den Fluss hoch und gucken, wo ein geiler Spot kommt für ein Shelter. Genau. Aber der darf auch nicht zu weit weg sein. Weil sonst müssen wir die ganzen... Weil das Treibholz ist free. Guck mal, wir haben hier alle Maße, die wir wollen, können wir uns hier aussuchen. Kleines Stück, großes Stück, schmales, dickes. Geh du mal da ein bisschen, ich guck mal hier nochmal. Wir dürfen unseren Treibholz nicht verlieren, ne? Nein, nein, wir gehen doch da eh wieder hin. Wir gehen gleich den Fluss hoch. Das ist aber ein ordentlicher Szenenwechsel. Einfach nur ein fettes... Aber warum gehen die da jetzt direkt rein? Haben die wollen jetzt ihr Lager nicht am Strand aufbauen oder was? Danke und das ganze Team im Hintergrund. Das sehen hier die Leute. Und 1 Million Leute, die das hier sehen, wollen hier gefühlt selber mitmachen. Hundertprozentig. Wo lang, Max? Hier ist die Drehung. Boah, ist das hier dicht. Komm, wir gehen weiter rechts. Was hast du? Irgendwas verschluckt, was in meinem Hals ist rumkrabbelt. Oh, ey. Sehr eklig, das mache ich nicht so. Direkt mal Nährwerte. Alter, mit Würgen jetzt schon? Mhm. Hör mal auf. Also, du sollst bitte sterben in meinem Hals. Krieg wenigstens ein paar Proteine von der Scheiße ab. Na, aus die Lunge nicht ganz, ne? Nee, Humatra ist fliegen mit seiner Lunge. Du willst jetzt definitiv rüber. Ja. Hast du gerade den Mund gefasst, deine Brille beschlägt? Das ist so geile Aufnahmen. Das ist so geil. Genau dafür hatte ich Fritz eingeladen. Geil. Ich glaube, wir müssen da rüber und dann rechts vorbei. Das ist dann auch die Richtung, die wir müssen. Oh, genau. Alles auch schön POV gefilmt.
Einmal Kamera nach vorne. Alter. Ja, es ist wohl. Du kannst auch nichts greifen, das ist ja alles hier. Guck mal hier, das ist nur noch Rinde. Wie das wackelt, Alter. Das ist ja eine Körperhaltung wie du. Kann man sich nirgendwo festhalten. Oder drunter durch? Och, scheiße, Mann, was ist das? Ein schöner Waldspaziergang hier am Arsch. Fuck. Boah, Alter, ich krieg richtig Gänsehaut ja, gerade. Ich muss auch direkt pissen. Ja, ich muss erstmal aufregen. Das allererste ist erstmal pissen. Mach schön langsam. Ja. Oh, guck mal, die anderen sind sogar noch da. Ich liebe es, dass hier überall logischerweise Steine sind. Schwemmholz ohne Ende. Jetzt dreh ich durch. Es ist geil. Andi? Ja. Das ist hier eine Quelle, oder? Das ist doch Wasser, was von da oben kommt. Okay, krass. Deswegen. Also ich mach jetzt mal was. Du hast recht. Guck. Ja. Ich sehe das, es fließt. Ja, brauchst nicht testen, ist so. Du hast recht. Das ist Süßwasser. Das ist schon mal richtig gediegen. Halt's Maul! Was denn? Plane, Digga! Digga! Halt doch die Fresse! Die alten Baumeister, hä? Schön mal ein bisschen was an Spielzeug direkt entdeckt. Okay, das ist geil. Hä? Ein Brett! Wir haben ein Brett, Alter, was? Ja, was ist denn hier los? Wir haben eine Plane, hä? Auch sehr geil, freue ich mich schon sehr drauf. Auch ein Team mit Dialekt. Richtig schöner Berliner Dialekt. Und sowas ist einfach geil. Wir haben eine Platte! Alter! Was passiert denn hier, Alter? Boah! Okay, aber jetzt Jackpot! Leute. Alter, auf dem Weg 10 Meter zum Pissen gegangen, da hinten noch das Boot und so viele Jackpötter direkt mal ergattert da. Plane, ein Brett, ein springender Frosch. Die beiden, die haben heute, glaube ich, aber auch noch ihre Hand unten drin. Also ist das schon, guck mal hier. Gerrit ist schon auf dem besten Wege. Aber was der schon alles entdeckt hat, da hätte ich auch mal direkt reingelunzt. Digga, Seil! Was? Seil! Okay. Hä? Wir haben Seil, wir haben Plane. Okay, Nieb. Ja, im Obi ausgesetzt, sagt Lexo. Wir gehen jetzt pissen, Anni. Wir gehen jetzt pissen und dann setzen wir uns kurz hin und gucken einfach mal raus für 2 Minuten. Digga! Ihr merkt es gerade, wir werden hyperaktiv. Da ist noch mehr Plane! Warum haben wir denn was mitgenommen? Oh man. Oh man. Lol. Was ist das denn? Plastikflaschen, Plane. Da war schon mal jemand ausgesetzt. Plastikflaschen? Ja, übelst angespielt da, guck mal. Ist egal. Direkt Plastikflaschen. Bevor wir uns hinsetzen, wegluten. Digga, da sind Plastikkanister. Nee. Okay, hätte ich nicht gedacht, dass hier so Müll angespült wird. Ey, direkt alles looten. Ja. Okay, dann machen wir es jetzt. Das ist aber ganz tief drin, oder? Gleich finden sie noch eine Currywurst mit Pommes. Ja, ehrlich. Also, die finden ja wirklich eins nach dem anderen. Gleich ruft irgendwie Tante Inka oder was von hinten aus der Schlucht raus. Frische Bockwürste, heute mit Brötchen, Pommes, Currywurst, Rot-Weiß. Gerrit, direkt Hand in die Hose rein. Alter, Paradies oder was? Ja, mach jetzt erstmal nicht. Mach mal jetzt keinen Scheiß, Gerrit. Ja. Nicht zum Anfang, jetzt lass uns chillen. Ja, auch aus Stopping Looting. Stop Looting! So, Freunde. Wir haben uns beruhigt. Toll, oder? Ja. Wir haben jetzt alles dran: einmal Lebensversicherung, einmal Bärenspray und einmal Sanitasche. Und jetzt chillen wir erstmal 5 Minuten und kommen erstmal runter. Genau, und dann geht's in die Erkundung rein. Weil dieses Gefühl, wenn man ausgesetzt wird und das Boot fährt weg, könnt ihr euch nicht vorstellen. Man kann sich's nicht vorstellen, ja. Es ist krank, es ist krank. Jetzt muss man erstmal realisieren. Guck, wie leise das ist. Ha. Absolute Stille. Crazy. Ja, ist wirklich krass. So, wir haben hier eine sehr, sehr kleine Bucht. Das können wir auch schon mal erzählen. Wir haben einen Süßwasserfall gefunden. Also Wasserfall. Also da kommt irgendwo Wasser aus der Erde und mündet da halt hinten in die Bucht rein. Ist auf jeden Fall süß. Das haben wir schon getestet. Wir haben scheinbar Plane und Seil hier. Plastikflaschen haben wir schon gefunden. Ja, da hinten ist auch noch irgendwo so ein Kanister drin. Hier wachsen. Was ist das? Ach, das ist, glaube ich, eine Erle. Ja, wir haben viel Nadelholz, aber auch einiges an Laub. Ja. Libellenfrösche haben wir schon entdeckt. Anni,
wäre hier nicht die Flut drin. Ja, ja, ich was schon, das ja, schon direkt. Für ein geiles Shelter wäre. Hier, checkt's mal aus. Guckt euch das mal an. Perfekter Überstand. Kannst einfach ranlehnen, wäre optimal. Aber kann man nicht nutzen. Trockenes Holz liegt auch da. Ja. Wahrscheinlich trocken, mal gucken. Ja, aber die Frage ist, ob wir hier bleiben, weil wir wissen noch nicht, wie hoch steigt die Flut. Ja. Das wollen wir halt beobachten, weil das Treibholz liegt ja bis hier nach oben. Also kann ja theoretisch bis hier nach oben auch das Wasser gehen. Das heißt, hier oben was zu bauen, ist wahrscheinlich. Ach, steht völlig außer Frage. Ja, das kann man vergessen. Einfach rein. Und ich würde sagen. Es ist so fucking dicht da hinten. Ja, wird schön erstmal für 5 Minuten und dann gehen wir auf Entdeckungstour. Sehr geiler erster Eindruck von den Naturensöhnen. Sehr, sehr geil. Also richtig geiler Dialekt. Viel gefunden, viel Euphorie, feier ich. Ich hab die eh gefeiert, aber das ist ein guter Eindruck, so weißt du, ich hab meinen. Ich hab den ersten Fisch gefangen. Alter. Und wieder fallen gelassen, Opfer. Aber der... Hä? Hab ich den gerade... Wo willst du denn jetzt hin? Da, der hing gerade so an der Außenkante und wir dachten so vielleicht... aber trotzdem geil, das ist ein super Köder. Und ja, den werden wir uns auf jeden Fall aufbauen. Alter, wie geil. Aber ist halt echt die Frage, vielleicht war der Tote in der Ritze und deswegen sah es halt lebend aus. Der sah auch nicht mehr, ich bin ehrlich, der sah auch nicht mehr so lebend aus. Aber egal, schön mit der prallen Hand gefangen, das Ding, hä? Fisch als geil, Köder, Alter, genau. Genau. Okay. So. Geil. Wir werden jetzt mal unser Zeug da hinbuxieren. Und dann geht's los. Okay. Saurutschig. Der Spot erinnert mich sehr an den Spot, ich glaube, von Fritzek in der Panama-Folge. Ich habe die Serie nicht mehr so ganz in Erinnerung, Serie 2, aber der Spot erinnert mich irgendwie sehr an Panama auch. Ich höre da doch was. Süßwasser. Hanna. Süßwasser. Ey, das ist ja unfassbar, ey. Hier könnte man halt auch... Ich wollte gerade sagen, hier könnte man halt auch einfach chillen, aber könnte man noch lassen, weil es ist zwar eine Höhle, aber dafür eine nasse. Und, aber echt super gefiltertes Wasser, ne? Direkt oben am Moos einmal durchgelaufen. Wenn du eine Dusche haben willst, die nicht so kalt ist wie das Meerwasser, dann machst du hier aber deine Dusche. Ach, guck mal, Duschen. Hier steht überall das Wasser. Das heißt, wenn Flut. Alles, ist hier alles voller Wasser. Ja, wenn man jetzt richtig dumm wird. Wäre so wie ich wahrscheinlich, würde ich mich da einfach hinsetzen. Guck mal, genau deswegen ist Hanna mein Teampartner. Was soll ich machen, Hanna? Aufpassen, dass du dich nicht verletzt. So stelle ich mir die beiden die ganze Serie über vor. Hanna, die Mutti und dann Affe. Hanna, was soll ich machen? Mach dat und dat und dann wird das gemacht, aber natürlich trotzdem völlig verpeilt alles. Finde ich Wahnsinn. Damit bin ich überfordert. Alter, wären Affe und ich zusammen in einem Team da irgendwie noch last minute geworden, wir würden heutzutage noch da liegen und zwar tot. Safe. Wir würden da heutzutage tot in dieser Bucht rumschwimmen. Ich glaube, dass es tatsächlich relativ geil wird. Du hast hier schon Bären. Da. Du hast da Bären. Boah, ist das geil. Hier alles voll. Die Wurzeln. Ey, ist das enorm. Ich komme gar nicht auf mein Leben klar. Geist ist enorm. Das ist wirklich ein unfassbar guter Spot. Soll ich dir den Koffer abnehmen? Warte. Hey, wo bin ich denn eben lang getreten, ey? Ach, ich bin auch ins Wasser einfach. Ja, ich habe eben schon nasse Füße jetzt. Perfekt. Ist jetzt auch egal. Ja, die Schuhe sind gut, ich habe keine nassen Füße. So, Hanna und ich haben jetzt einmal hier einfach für uns ein bisschen geschnackt und abgewägt, was wir hier machen wollen. Und hier sieht man ja, dass die Flut bis hier oben hinkommt. Eben auch, wo wir unsere Sachen hingepackt haben, kommt die Flut eben hoch. Hier schon das erste Baumaterial. Also da hätte man sich an der Stelle auch fast sparen können. Ist das krass. Also so unfassbar geil. Da vorne sieht es ein bisschen... Krass, ich habe Affe noch nie so sachlich erlebt. Erklärt ja richtig sachlich und intellektuell oder wie das heißt, eloquent, irgendwie sowas in die Richtung, was da gerade Phase ist. Bin ich erstaunt. Stark. Grüner aus, da werden wir gleich einfach mal unsere ganzen Sachen abstellen und dann einfach mal ein bisschen scouten gehen für heute. Denn da fühlt man sich wohl, da kann man zur Not heute auch einfach mal sich so hinlegen und schlafen und dann für sich ganz ruhig entscheiden, wo will man den Shelter hinbauen, wo fühlt man sich wohl. Dann gerade noch, bevor wir jetzt loslaufen,
habe ich eben noch was Grünes entdeckt. Oh, ja, das ist immer was Gutes. Wenn du so am Strand ein bisschen was Grünes noch mit dabei hast, das ist eh immer das Beste. Aber ich muss ja sagen, selbst ich als Rot-Grün-Schwächling sehe hier eine ganze Menge Grün einfach, hier im Hintergrund, also wie was Grünes entdeckt. Ist das nicht eh alles grün? Hier, die Blätter, die Tannenzweige, alles. Einfach, ich habe keine Ahnung, was das ist, ich muss selber erstmal hinlaufen. Aber es sieht mir irgendwie... Ha, das ist geil. Nein. Was sagst du? Nein. Ja, das sieht irgendwie... Alter, was zur Hölle? Ist denn das hier? Ein Seil. Junge! Mhm. Ist das geil? Das kannst du ja keinem erzählen. Ja, eine Boje. Oh. Das ist ja richtig Premium. Da, das kannst du ja bauen und dann einfach das Netz, was wir haben, dann haben. Weißt du, was ich meine? Ja. Ja. Was zur Hölle? Wahnsinn, oder? Das merken wir uns für morgen. Ja. Bei den beiden fällt jetzt erster Eindruck bei den beiden. Es fällt auf, jetzt gerade zumindest, vielleicht ändert sich's auch noch jetzt und so, aber jetzt so in den ersten Szenen von denen, dass Affe sehr viel Erfahrung mit Kamera hat und Hanna nicht so, weil Affe sich die ganze Zeit vloggt, ganz sachlich die Kamera ins Gesicht hält. Sowas hat man jetzt von Hanna noch nicht gesehen, weil sie auch die einzige ist, die da im Vorgang eigentlich gar keine Erfahrung mit hat, soweit ich weiß, so vom Vloggen und sowas. Aber das ergänzt sich ja in dem Fall auch ziemlich gut bei den beiden, das feiere ich. Oh, den Fisch haben wir da drüben auch noch, ne? Ja, Köder. Ja, haben auch direkt einen Köder, den wir in unser Netz packen. Der Baum sieht halt auch geil aus. Stimmt, der Baum hat auch was. Den habe ich irgendwie gar nicht gesehen bis jetzt. Oh, warte mal! Was ist denn das eigentlich überhaupt da drin? So viel Moos. Das hier kann man nass machen und dann einfach so essen. Warum nicht trocken? Auch nochmal weitere Nahrung. Ah, Kletten haben wir auch. Kann ich Hanna abwerfen? Schuh! Ja. Oh nein, bleib nicht. Wahnsinn. Das inhalieren die Rehe immer richtig so rein. Ah, voll. Und Elche. Ja. Aber wir können das gar nicht so gut verdauen. Guck dir aber das so an. Viel Moos, geil. Alter. Krass, wie sachlich die beiden sind, Mann. Hanna sagt Jägerbett bauen. Ich denke mir einfach auflegen. Ey, hier fühle ich mich so wohl. Also hier fühle ich mich so wohl, da würde ich mich jetzt einfach so hinlegen und sagen, ey, da noch ein paar. Boah, ist das macht. Boah, das sieht aber auch krank aus. Ja gut, wir werden jetzt erstmal einfach scouten gehen, los. Oder? Für uns jetzt die Sachen eintransportieren und dann für uns sagen, ey. Mehrere Dinger ab, mal genau. Angucken. Ganz ruhig erstmal, es fühlt sich gerade alles geil an, alles sieht gut aus, aber am Ende des Tages erstmal chillen, runterfahren und gucken, wo ist wirklich der beste Spot, oder? Ja. Ja. Ja, voll. Ey, Bruder. Team Edel Talk. Und unser Motto ist Go hard or go. Go home. Okay, lass mal machen. Oh, das ist cringe, ja. Team Edel Talk. Go hard or und go home. Wenn wir an Tag 3 merken, dass wir nicht hart gehen, dann gehen wir nach Hause. Gehen wir nach Hause. Ganz einfach. Ey, Bruder, wir machen das. Wir rocken das. Komm her. Jawohl! Let's go! Step 1 würde ich sagen, ist, wir müssen den Eingang finden. Wollen wir mal da gucken? Ich glaube, das sieht richtig gut aus da hinten. Wieso gucken die denn alle direkt in diesen Wald rein? Warum chillen die da nicht oder bleiben da? Wegen der Flut, ne? War uns auch relativ egal. Sind da nicht reingegangen. Ist alles gut? So schwer, Alter. Okay. Oh ja, ja, hier ist gut, oder? Guck mal da. Da oben in diese Lücke sehe ich auch gerade. Ja, auf jeden, auf jeden. Easy. Okay, ja, let's go. Das ist Wurf, Alter. Ich hoffe, wir müssen ja mal ein bisschen, also wir werden hier jetzt kein Shelter bauen können von der Menge her. Und ich glaube auch, hier rein rauslaufen und hier den Shelter bauen, ist mega dumm. Lass einfach mal abchecken. Ja, das ist schon scheiße, ne? Wir checken mal ab, was abgeht. Pass auf wegen so Stöckern von oben, Bruder, nicht, dass wir den Niklas machen. Ja, du musst auf jeden Fall vor, wenn du das leichter hast. Ja, ja. Boah, das muss man davon auch nicht vergessen, dieser Sack, den man dabei hat. Also warte, ich mach mal kurz hoch hier. Dieser Sack, den er hier schleppt, der war so schwer, da, also damit jetzt durch diesen Wald zu marschieren, das ist schon wirklich eine wilde Leistung. Und anstrengend, hoher Energieverlust. Alter, heftig, Junge, was ein Riesenbaum, Alter. Das ist wirklich wie ein Film. Wollen wir hier links an dem vorbei? Da ist wie so ein Weg.
Schau mal. Wenn wir jetzt hier so nach oben gucken, das sieht mir ziemlich frei aus da, oder? Ja. Sehr hell hier. Finde ich nicht. Nee. Aber ich habe hier den Optimismus. Ich mache jetzt so einen Pfadfinder-Core. Alter, unser Spot ist ja überfüllt. Auf den ersten war er schön, aber dann ja, hat er sich entpuppt. Warte, gib den Sack an. Kannst du ziehen? Ja. Geil. Pass auf, hier sinkt man wieder so ein bisschen ein. Okay. Oh, Jesus. Im Himmel. Läuft's da hinten? Nee. Geil. Nicht so richtig, Bro. Ja, hier wird's aber gerade ein bisschen chilliger, Digga. Oh mein Gott! Was denn? Ich hab Wasser gefunden. Wie? Ha! Ich dachte, er wäre umgefallen. Deswegen sagt er, oh mein Gott. Und dann sagt auf einmal Rätsmann, nee. Also irgendwas. Hier ist Wasser. Aber geil, oder? Nee, aber vielleicht gibt's was Größeres in der Nähe. Ruhig. Eigentlich müssen wir da rüber. Aber wenn da einer von uns reinfällt, ist GG. Dann sind wir an Tag 1 nass. Wie machen wir? Wir können nicht rechts weiter. Nicht so richtig, nee. Dann müssen wir zurückgehen. No joke. Meinst du nicht rübergehen ist eine Wave? Ja, aber wir gehen die ganze Zeit nach links. Nee, und dann gehen wir da links vorbei. Checkst du? Na, da will. Können wir try. Ja, komm, Bruder, lass machen. Ich glaube, ich kann es mit einem Schritt machen. Alter, jetzt aber mal rein da. Full Send. Oh, nee, Digga. Oh. Scheiße. Kompletter Fuß ist nass. Scheiße. Digga, Digga, kann er denn nicht? Da musst du einfach nur ein bisschen abspringen. Da ist voll rüber, Full Send. Den komm, Rätsmann. Jetzt auch mal rein. Die beiden filmen übrigens sehr geil. Fällt mir mal auf. Bei denen kann man richtig geil zugucken. Let's go. Jetzt kommt ein Full Send, sagt er. Ja, das ist zu breit, Bro. Da fällt man auf jeden Fall rein. Ja. Boah, ich habe jetzt so einen richtigen Matschstiefel, Digga. Das bockt gar nicht. So, oh, hier ist, glaube ich, gut, Bruder. Ja. Hier. Hier ist matschig. Alter, jetzt du bin ich aber hype. Checkst du hier? Ja. Du wirst hier ausrutschen ein bisschen, ja? Aber ich halte dich, komm. Jetzt aber mal. Du schaffst es, Tiger. Ich schmeiß dich einfach so Bauch vorwärts da rein. Bauch vorwärts. Ich glaube, wir brauchen einen riesigen Countdown hier im Chat. Ja, okay. 3, 2. Krieg mal nochmal ab, Bro, fuck. Okay, neu, Jungs, ich brauch nochmal. Komm. Ja, okay, ich bin ready. 3, 2. Ah, okay, nochmal. 3, 2, 1, Sende! Alter Lachs! Ist das so geil, Alter. Aus meiner POV? Oh mein Gott! Oh mein Gott, muss ich dir nicht sagen? Ach du Scheiße! Ach du Scheiße! Alter, also das war aber wie, er wollte, er hat ja eigentlich alles gemacht. Er hat ja eigentlich genau das gemacht, was er machen wollte. Alter, er wollte ja sogar. Er wollte ja sogar Bauch voran rein. Alter, das ist ja in Folge 1 direkt die legendärste Szene von der ganzen Staffel, Mann. Okay, in Slow-Mo, Mann. Okay, jetzt aber mal in die Slow-Mo. 3, 2, 1, Sende! Alter, ist das eine krank geile Szene? Alter, aber wirklich volles Rohr, Junge. In rein.
Alter, das war ja mal wirklich, Alter, das war ja für Rätsel wirklich der absolute Full Send. Oh, das klingt. Boah, das sieht ja so geil aus. Full Send. Das sah so geil aus aus meiner POV. Oh mein Gott. Das war eine halbe Dive Roll. Also es war wirklich eine halbe Dive Roll. Alter Rätsmann, du kriegst hier an der Stelle mein Wort. Diesen Sprung werde ich probieren, bald nachzumachen. Über irgendwas drüber. Und zwar eine halbe Dive Roll machen. Aber dann Bauch voran irgendwo auf irgendein, was auch immer, wo ich normalerweise einen Dive Roll rüber mache, mache ich den Sprung und ich nenne da Dingen den Rätsmann Flip oder sowas. Den widme ich dir. Du hast mich gerade inspiriert. Das gibt es eigentlich gar nicht so ganz. Quasi den Pinguinsprung. Nix Pinguin. Den Rätsmannsprung. Geiles Ding. Oh mein Gott. Den gibt es bald. Den wird es bald geben. Scheiße. Ach du Scheiße. Komm, weiter geht's. Oh mein Gott, Digga. Oh mein Gott. Komm, wir müssen weiter. Das sah aus. Ich bin gerade wirklich das Team, was am Tag 1 rausbringt. Wir müssen echt weiter. Ja, ja, du stimmt. Das sah aber gerade aus wie so bei Ups, die Rätsel findet gar nicht lustig, ja, immer. Banjo, Bro. Ja. Oh. Ey, ey, nimm du den kleinen Koffer. Ja, stimmt. Nicht der Reezy-Flip oder so, sondern das wird einfach der Rätsmann. Ich mach bald wirklich einfach den Rätsmann. Du musst gleich gerade erstmal chillen. Ich nehme den großen. Okay, lass da lang, am Fluss lang. Alter, war das geil. Schau das an, du bist so eine nice Sport. Geil. Übrigens, wir haben eine gemeinsame Regel. Stop. Heißt S für? Stop. T für? Temperature. Think. Think. O für? Touch opportunity. Observe. And B für? Pause. Plan. Ja, Pause. Hätte ich jetzt gesagt. Das ist unsere Regel. Stoppregel einfach. Entspannt über alles nachdenken. Was wir tun. Jeden Schritt vor den anderen setzen. Ey Sascha, das ist ein unglaubliches Gefühl, gerade hier zu sein. Und zu wissen, der Edeldive. Ich kann an der Stelle, ich würde es euch sagen, weil es war letztes Jahr etwas ganz anderes. Und man, das jetzt hier zu zweit, dass man mit jemandem darüber reden kann, so Sachen zu sehen, die man in seinem Leben noch nicht gesehen hat, hier sowas zu machen, ist so ein Seil. Das ist so eine Sache, die teile ich auch wirklich enorm gerne, weil sowas habe ich noch nie gesehen. Schon ganz speziell. Das ist ganz anders und es hat viel mehr. Ich hab vorab geknickt, wäre alles vorbei. Das hat viel mehr Spirit jetzt, gell? Ja. Weil wir zu zweit sind. Es fühlt sich einfach richtig an. Keine Ahnung. Der Mensch ist ein Rudeltier. Der ist immer in Gruppen unterwegs. Der Mensch ist ein Rudler. Der Mensch ist ein Rudler. Bär! Hey! Hey, Bär! Ho, Bär! Hey, Bär! Ho, Bär! Hey, Bär! Stell dir vor, Sascha, was meine Frau auch gesagt hat, guck in die Bäume. Wenn da oben ein Bär sitzt, dann Baum fällen. Da wer. Oh. Bär sitzt. Knossek und Sascha. Was meine Frau. Guckt hier, Wasser. Frau auch gesagt hat, guck in die Bäume. Hier, Holz. Hohe Bäume. Den Stunt, den ich im Knossek-Stream erzählt habe, die beiden hätten wirklich hier auf den Baum klettern können, hoch. Da Ding fällen und dann quasi klammernd am Baum hier ins Wasser fallen. Zähl auf euch. 14 Tage habt ihr. Waffanculo. So, und jetzt da ist es. Schaut euch das an. Freunde, ihr kennt die Szene. Ist es das? Und schauen wir mal. Probieren! Okay, probieren. Und los, komm. Das ist perfektes, klares, fast frisches, fast durchsichtiges Wasser. Süßwasser! Hab ich ihn verkackt, ey. Er schmeckt salzig. Bisschen Salz, oder? Hat's denn ein bisschen Salz? Na, das ist
Das kann man so trinken. Aber mit Tablette. Ja, mit Tablette. Wahrscheinlich liegt da vorne ein totes Tier drin. Weißt du, was das bedeutet? Wir haben Wasser. Ja. Nahrung fehlt jetzt noch, ja. Aber wir haben Wasser. Das sieht mir aber, ist es Fluss mit Fischen? Vielleicht, wenn, guck dir mal an, der wird da hinten breiter. Wir gehen dem Fluss entlang. Ja, absolut. Pass auf, wir gehen weiter. Hier. Unsere Sachen immer mit, sonst kommt die Flut. Und wir nehmen das alles mit und wir laufen den Fluss hoch. Ja. Ja, wo soll man hin? Der Fluss hoch, weil die Flut, schau, die Baumstämme, das heißt, die Flut kommt easy bis da hoch. Das heißt, die Flut geht aber auch ganz tief rein, wenn es nicht höher ist. Das heißt, wir müssen irgendwo rauf, sonst sind wir im Arsch. Ja, jetzt können wir, hier kannst du ja nirgends schlafen. Na, deswegen gehen wir da rein und dann irgendwo hoch. Ey, bitte lass in dem Fluss einfach Fische sehen. Das haben wir alles, da haben wir wirklich alles. Wir schlafen ohne Dach. Wir haben keine Plane dabei, wir improvisieren. So Paletten und so Zeug wird uns helfen. Wir haben erfahren, das einzige Team, das sich gegen eine Plane entschieden hat. Ja, wir sind die einzigen ohne Plane. Aber Plane ist für wir hatten eine Plane mit. Wir haben keine richtige Plane, aber eine Rettungsdecke hatten wir mit dabei. Das Ansage ist sie und schon da draußen liegen nass und dann komplett unterkühlt und wir müssen aufgeben. Na, aufgeben, das Wort sagen wir auf diesem Spot nicht mehr. Nein. Okay, so, packen uns Sachen und er kommt. Also, Wasser brauchen wir. Wir sind schon fast 2 Stunden angekommen. Alle direkt, bei allen siehst du quasi noch die Helis und das Boot im Hintergrund und wir schon 2 Stunden Fokus. Nichts Film, Fokus. Voller Fokus, rein da. Und es ist warm, die Sonne scheint und jetzt muss ich hier vorne Wasser holen. Mit unserer Flasche und Filter. Da vorne. Boah, ist das geil. Boah, ist das schön. Boah, da bin ich auch gespannt auf die Szenen, weil wir haben ja nicht immer zusammen gefilmt. Wir waren ja auch oft alleine dann irgendwie unterwegs. Da bin ich auch gespannt, was er dann so da immer gesagt hat auch. Das Mann. Guck dir das mal an. Krass. Mehr geht nicht. Boah. Ich bin gespannt mit Jan, wenn ich ehrlich bin. Er ist da vorne, ich will keinen Scheiß erzählen, weil das gehört sich nicht. Aber es ist schon für mich eine gestern Abend. Dad, jetzt bin ich aber hyped. Genau, Andreas ist raus und jetzt habe ich Jan und ich kenne ihn überhaupt nicht. Aber ich habe ein gutes Gefühl. Er ist jung, 25, der Name ist sportlich und ja. Ja, ich habe ein gutes Gefühl, aber wir kennen uns überhaupt nicht. Das wird hardcore. 14 Tage. Wir sind 2 verschiedene Generationen, ne? Ja. Ich bin älter, viel älter. Gutes Gefühl heißt gar nichts, weil das Problem ist, wenn wir uns nicht gut verstehen, dann wird dieses Trip ein absolutes Albtraum. Das wird kein Paradies in diesem unfassbaren Fleck, die wir haben, sondern das wird ein ganz großer Albtraum. Aber wir haben den ersten Tag und deswegen gemeinsam harmonieren. Jan, du und ich. Der kann mich nicht hören, was da vorne. Ich hab's im Behind the Scenes, also auf der Reaction vom Behind the Scenes hier schon alles erklärt und so. Aber nochmal zur Klarstellung, wie Joey das auch gerade gesagt hat. Zu dem Zeitpunkt kannten Joey und ich uns höchstens 24 Stunden. Also kennengelernt, erstes Mal mehr oder weniger gesehen, miteinander gesprochen. Auf einmal da, dazwischen lag eine Nacht und so. Also wir sind da ausgesetzt worden und kannten uns kaum. Also es war wirklich krank. Es war für ihn ja scheinbar, das wusste ich ja gar nicht. Ich hab ihn ja die ganze Zeit, auch von Anfang an so als den... als unseren Leader, als den, der so das Wort da hat, als mein Vater mehr oder weniger da angesehen, die Rolle. Und Joey ja scheinbar auch, hatte ja auch sich auf jeden Fall Gedanken gemacht, dass das schon eine spezielle Situation jetzt ist, die wir da ausgesetzt. Ihr habt jetzt alle anderen gesehen, alles Freunde, auch Hannah und Affe, klar, auch nicht so richtig, aber haben sich auch vorher schon kennengelernt, zusammen Videos gedreht, bisschen zusammen trainiert. Für uns alles neu, alles komplett krank bei uns, ne? Ausgesetzt, uns
wirklich wild. Wirklich, wirklich wilde Situation. Joey läuft gerade da hinten her, holt Wasser. Und jetzt auch die erste Stelle. Ich weiß so überhaupt nicht mehr, was ich gesagt habe da, was ich so von mir gegeben habe. Bin so gespannt, weil ich alles gefilmt habe. Im Nachgang denke ich so, Junge, habe ich überhaupt irgendwas gefilmt da? Ich erinnere mich an kaum was. Bin so gespannt, was ich da so erzähle. In der Zeit muss ich tatsächlich schon feststellen, dass ich schon direkt mal durstig und vor allem hungrig bin. Und ich weiß, ohne dass ich wirklich Erfahrung mit Survival und sowas habe, dass Hunger eigentlich mein Launekiller ist. Also kriege ich oft schlechte Laune und sowas. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich habe tatsächlich noch nicht so lange ohne Essen gelebt. Längste war wahrscheinlich ein Tag. Wie sich das so ausschlagen wird hier bei mir. Und generell das Ganze, ich bin nämlich wirklich absolut kein Survival-Experte, Bushcrafter oder sonst was, sondern halt Sportler. Und ich habe vor 12 Stunden mehr oder weniger erfahren, dass ich mit dabei bin. Als ja. Backup-Kandidat jetzt hier 14 Tage ausgesetzt werde, aber es gibt keinen geileren und besseren Partner, glaube ich, für jemanden wie mich jetzt in dem Fall, als Joey Kelly. Alter Lachs, auf einmal hier mit Joey Kelly, absoluten Vorlegende auf der Insel, 14 Tage alleine. Das ist einfach nur wild. Also das ist tatsächlich Seven vs. Wild, ist das. Ja, das sag ich euch. Seven vs. Wild, oder was? Stimmt, Chat, was sagt er eigentlich zu meinem Drip, hä? Was sagt er hier? Bisschen Farbe hier und die Lidl Cap, ha? Die Lidl Cap mit reingebracht. Ich konnte mich nicht entscheiden zwischen Stauderhut oder Lidl Cap und dann habe ich spontan die Lidl Cap genommen, weil ich dachte, boah, wenn wir da irgendwie durchs Gebüsch kraxeln müssen oder so, dann geht der Stauderhut flöten, weil der sehr locker saß und die Lidl Cap, die konnte ich justieren. Deswegen ist es im Endgang die Lidl Cap geworden. Habe ich funktionell gedacht. Das ist einfach nur wild. Also das ist tatsächlich Seven vs. Wild, ist das. Ja, Leute, damit ihr mal ein Gefühl dafür kriegt, was das hier für ein Gelände ist. Alter, er schwimmt einfach. Wenn du vom Ufer aus hier reinläufst, kannst du faktisch nicht laufen. Geiler Deckröde, sagt Dom Rampage. Das ist aber mal wirklich ein Ausdruck. Du geiler Deckröde. Der wird aber direkt mal hinter die Ohren geschrieben. Das ist ja ein genialer Ausdruck. Du geiler Deckröde. Danke. Ich bin bis zur Brust weg. Es ist alles dicht. Es ist kompletter Dschungel in Anführungsstrichen. Am Ufer können wir aber auch nicht bleiben, weil da kommt die Flut. Wir müssen irgendwie eine Möglichkeit finden, ins Landesinnere reinzukommen. Aber es ist hier alles ultra dicht. Also, wir haben jetzt hier ein paar Mal reingeguckt. Ja, jedes Mal komplette Vollkatastrophe hier reinzukommen. Und wir nehmen jetzt einfach nochmal das Flussufer und versuchen darüber weiter ins Landesinnere reinzukommen. Da drüben war auch, das ist krass, das ist 1,5-2 Meter hoch. Ist halt und ehe du dich hier reingeschlagen hast, ist es 1,5 Stunden rum und du weißt nicht, wie es da weitergeht. Ja, sieht man bei uns wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, das war bei vielen Teams der Fall. Also das ist wirklich ein Gestrüpp, das sieht erstmal jetzt schön aus, ne, wie so ein bisschen Gestrüpp, aber Fritz war ja gerade da drin. Das ist so tief. Alter, das ist wirklich... Ich weiß das aus Erfahrung davon. Also das ist wirklich ein Buschsprungparadies hier quasi. Du könntest dich hier wirklich auf diesen Ast hier oben stellen und reinjagen. Ja, das ist das Problem. Aber irgendwo müssen die Wölfe ja auch rein. Ja, Dwayne's Paradies. Also Freunde, wir haben jetzt tatsächlich eine Möglichkeit gefunden, ins Landesinnere weiter vorzudringen. Hier. Aber... Darum hören auch die Spuren auf. Die hören hier auf. Da, vorne. Und dann hören die ja auf, wir haben ja keine weiteren gesehen. Also hier sieht es halt so aus, als könnte man hier entspannt reinlaufen, aber als wäre das auch ein Wildtierfahrt. Und ein großes Wildtier, das siehst du auch. Gehst du vor? Boah, fühlt sich das scheiße an. Hello, Bear. Hello. Wenn hier irgendwas sitzt, Digga, sind wir richtig. Ich komme gerade vor wie bei Jurassic Park. Ohne Scheiß. Was ist, wenn die hier gleich wohnen, wenn die ihren Bauch haben oder sowas? Stell dir mal vor, da sitzt jetzt so ein richtig geiler Deckröde hier irgendwo im Gebüsch. Wir gehen quasi ins Wohnzimmer, weißt du? Wenn dir einer diese Matte ins Wohnzimmer legt, haben wir ja gehört, was passiert. Ich sag dir eins, ich mach meins ready. Komm, was wolle.
Das ist ganz komisches Gefühl, ne? Ich habe ein ultra schlechtes. Weil du kannst dich hier, also damit ihr jetzt vielleicht ein Gefühl dafür kriegt, man kann sich halt nicht bewegen. Es gibt diesen einen kleinen Pfad hier rein. Wenn dir was entgegensteht, aber kannst du nicht nach links oder nach rechts. Ja, keine Chance. Direkt rein in den Walzer. Hast du deinen Scrap ready? Oh ja, ich hab das hier in der Hand. Mach Backup. Also hier zum Beispiel, die Stelle sieht man, ist abgetreten. Hier. Hier, das war hier drauf und liegt hier daneben. Hier ist irgendwas rein und hat das so weggetreten. Ich krieg gerade richtig große Afrika-Vibes, dass sie wie es ist. Ich weiß nicht, wie gefährlich der Wolf ist. Ich weiß nicht, wie aggressiv die hier sind. Wie scheu die sind. Alter, das sieht aus, wie die da schlafen. Oder? Ja, aber weil. Komm. Was, weiter? Ich geh weiter. Lass mich vor. Ich hab dir gesagt, ich bin im Rage-Modus. Ich krieg den Bär, ich krieg den Wolf, ich scheiße nicht ein. So, pass auf, ich komm jetzt, ja? Aber geiler Track. Alter, das ist ja wirklich ein kompletter Weg, als würde der da irgendwie fertig betoniert worden sein, oder was? Ja. Also ich würde sagen, ich stehe ein bisschen im Wohnzimmer. Solange Alter, wie geil. Alter, ist das ekelhaft. Ist das ekelhaft. Es ist ein Gefühl. Alter, das ist ja komplett freigelegt da. Meint ihr, das ist wegen Tieren oder ist das, weil da irgendwie mal ein Baum oder irgendwas? Das ist ja schon weird, dass da plötzlich so ein riesen Platz ist. Dorfplatz für die Bären oder sowas. Das ist krass, ne? Das ist krass. Aber ich glaube, das ist ein ausgetrocknetes Becken. Das ist keine Wolf. Aber da war auf jeden Fall eine Stelle, wo irgendwas lang ist. Ja, sind die hier durch. Guck mal nach Spuren, du bist schön in der Nähe, ne? Ich bin genau hinter dir. Ich hab's Ding auch schon ready hier. Ja, also du hast das Ding sogar schon ab. Entsichert schon, ja. Entsichert schon. Ja. Gut, ich gehe auch auf Entsicherung. Den Clip hab ich hier. Also was halt geil. Wirklich krass ist, und das hätte ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Holy shit. Du kannst hier halt dich kein bisschen normal bewegen. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen auf den Spots ist. Alter, was? Wie willst du da denn durch? Wie lange soll das dauern? Vor allem, wie zur Hölle willst du hier ein Shelter bauen, Alter? Und ich glaube auch tatsächlich, und es ist nicht so... Wenn die Flut richtig kommt, Digga, dann geht die hier rüber. Digga, warum haben die denn alle so Sorgen über diese Flut gehabt? Wasser sah doch richtig chillig aus. Da habe ich mir wirklich überhaupt keine Gedanken drüber gemacht, als ich da angekommen bin. Einfach an den Strand gelegt. Krass. Da hätte ich, also wenn ich da in diesem Wald gestanden hätte, hätte ich im Leben nicht an alles gedacht, aber nicht daran, dass die Flut da hinkommen könnte. Außerdem auch, ich weiß jetzt nicht, wie gruselig die Situation war, schon sehr gruselig, also kann man ja nachvollziehen, dass da die ganzen Trampelpfade sind, aber dieser Platz, den die ja gerade hatten, könnte ja schon irgendwie ein perfekter Lagerplatz. Weißt du, ich das meine? Das ist so... Ja, das ist schwierig gerade zu sagen. Alter. Also du läufst wirklich nur mal kurz auf gefühlter geraden Fläche. Wollen wir vielleicht? Und dein Fuß einfach komplett weg. Und ich bin gerade 3 cm an dieser Spitze hier vorbei geslidet. Hier, grob. Ich hätte da einen Vorschlag. Okay. Flussbett. Also das ist krass. Das ist richtig, richtig krass. Und weißt du, was mir jetzt gerade einfällt? Vergleich das halt mal mit einem deutschen Wald, wo wir so unsere Shelter bauen, wo wir trainieren und sowas. Das ist... Trainieren. Du kannst hier nicht reingehen. Du kannst dich hier nicht mal richtig normal bewegen. Das ist ultra krank. Gut, wir wollen euch jetzt nicht nerven zu dem Thema Wolfsspuren. Martin dreht schon am Rad. Aber wir sind jetzt sogar auf der anderen Flussseite hier, weil wir ins Landesinnere wollen. Und hier sind halt richtig erkennbare frische Spuren. Okay, ja. Aber volle Bude. Also jetzt halt eindeutig. Zack, zack, zack. Alles kommt da drauf. Guck dir bitte die Größe an von dieser Spur, Alter. Ja. Wir haben Löwenspuren gesehen, Rudi, die waren ähnlich groß. Was ist denn da für ein Wolf, ey? Hier ist alle hier. Spur. Ja, alles. Martin kriegt schon einen kleinen ersten Angstdurchfall. Wir waren im Flusslauf jetzt hier nochmal drin, um zu gucken, ob man hier vielleicht besser in das Gebiet reinkommt. Aber es ist krass, dieser komplette Boden, wo bei uns vielleicht kleines Buschwerk ist oder auch damals in Staffel 1 in Schweden irgendwie kleine Heidelbeeren waren, ist hier voll mit ca. 2 bis 3 Meter hohen Büschen. Also schaut mal da, wo Martin steht.
So, da habt ihr mal einen ganz guten Vergleich. So sieht das da drin überall aus. Ja. Komplett. So. Boah, ich hab das mal auch über. Da muss man sich durchkämpfen. Es ist eine, komplette Wand. Wenn du hier reinguckst, ja, ist die Wand gefühlt da oben 6-7 Meter hoch. Ja, ist eine Buschwand. Eine Buschwand. Alles, das ist alles, alles dicht. Ja. Temperatur vor Ort, ihr seht's ja, blauer Himmel, Sonne prallt auf die Gesichter drauf ein und alle in, nicht in ihrer vollen Montur, sondern hier im leichten Kleidchen, würde ich jetzt mal sagen. Also Temperatur sehr angenehm bis warm. Also sehr, oder warm bis sehr warm teilweise. Ja, 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 ja. Das wäre auch gerade krass, weil wenn die Flut kommt, ja, Uferkante also, gleich null. Ja, also genau, man sieht es ja auch ganz gut, auch von den Pflanzen und von den Steinen her hier. Guck mal, hier sind ja selbst Muscheln. So, und wir sind hier quasi, wir sind hier schon im Fluss drin. Das heißt, das ganze Meerwasser kommt bis hier in diesen Fluss rein. Da oben. Martin? Jetzt ist, da ist die Stelle vom Trailer safe. Was lag da? Seht ihr was, Chat? Was liegt da? Da muss dieses Tier liegen, wovon die im Trailer gesagt haben, oder? Martin? Löwe. Ah, ja klar, seht ihr es nicht? Ich weiß, was da ist. Ja, na klar, guckt doch nochmal genauer. Seht ihr es nicht auch? Ein geiler Deckrüde. Da liegt ein richtig geiler Deckrüde. Martin? Andreas Kiechling, ich sehe was, Alter, was du nicht siehst. Also Kommentare 10 von 10 hier im Chat. Siehst du's? Ja, komplett, komplett zerfetztes Tier. Das ist komplett... Fuck, Alter. Alter. Seven vs. Wild Team. Dank. Puh! Ja, völlig geisteskrank. Erste Folge komplett durch, oder was? Einfach nur wild. Also ich bin ein bisschen, also der Anfang, der war wirklich völlig insane. Das war wirklich wie so ein komplett krankes Edit. Und am Ende dann die Story mit allem da zu sehen, also einfach nur wild. Ich bin tatsächlich nicht nur da von allem, was da passiert ist, geisteskrank hyped, sondern auch so wie jetzt, wie die Stories von den anderen und so weitergehen. Jasbeck steht da. Jasbeck, komm, komm! Jasbeck lungert hier Weiße nebenan. Moin. Und hat das Ding noch nicht gesehen. Pass auf, ich spoiler dich vor. Erste Folge geisteskrank, geil. Ja? Ach, sicher, aber sowas von. Ich bin so alt, Mann. Du guckst, wann guckst du? Gleich. Direkt gleich, dem Mann. Ja, und Chat, reagiert euch ab. Der Jasbeck, Ed und Co. sind natürlich auch bald mit in den Reactions dabei. Ja, safe. Muss sein. Sicher, klar. Alter, ich bin echt hype. Geil. Also, Junge, erste Folge haben wir durch, oder was? Damit Feierabend, Anfang für die erste Folge. Wir sehen uns aber sowas von direkt in der nächsten, dann am, wann weiß ich, wann das ist. Samstag kommt zu Sonntag oder Montag oder so. Krank, geil. Überragend.